So, ich war mit bei uns in der Kabine, wir spielen immer Uno, okay? Bei uns, Uno ist so. Wir sind süchtig sogar, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Und ich finde das geil, weil normalerweise, heutzutage ist es ja so, du gehst in der Kabine direkt Handy, Handy, Handy und dann ist es so. Aber jetzt, bei uns in der Kabine ist es wirklich so, dass wir nur Uno zocken. Wir zocken so viel Uno und wir haben so eine kleine Tischtennisplatte. Da zocken wir auch die ganze Zeit. Da ist es so, dass wir Uno gezockt haben. Ich zeige euch das Video und danach erkläre ich, was genau passiert ist, okay? Zockt heute in der Kabine und gibt einen kleinen Fight. Kann gut Christo und sein. Nordi erklären euch jetzt, was passiert ist und ihr entscheidet, wer gewonnen oder verloren hat, okay? Quasi. Wir waren Uno spielen Ja. und ich habe keine Blau Ja. und er hat keine Blau auch Ja. und er hat geschummelt. Okay, und dann? Und dann er sagt, ich habe verloren. Okay. Ich nicht gut. Ist nicht gut? Nein, nicht gut. Ich bin nicht. Was ist da gesagt? Ich habe geschummelt. Sie? Ich habe geschummelt, aber ich habe gewonnen. So, wenn das Spiel jetzt fertig ist, ist fertig. Wir können nicht starten, einmal gewonnen, gib meine und jetzt ist fertig. Danke. Nein. Wir haben. Ich erkläre euch jetzt, was passiert ist, okay? Und zwar haben wir Uno gespielt. Es sind dann so, lass es fünf Leute, sechs Leute dabei sein, die wirklich zocken. Dann haben wir gezockt. Und dann hat Nordi gegen Christo war am Ende 1 gegen 1. Und sagen wir mal einfach, da lag eine grüne 3, okay? Nee, es war blau. Die haben irgendwas gesagt wegen Blau. Christo hat Blau gespielt und Nordi hat dann einfach zwei Karten gelegt, aber geschummelt einfach, ne? Und Christo hat es nicht gesehen, weil er hat die Karten genau so gelegt, dass das so war, dass sie genau übereinander waren, und hat nicht erkannt, dass er geschummelt hat, so quasi. Und danach hat er gewonnen und läuft direkt zu Domi, Schobeslei, und sagt so: Ah, Bruder, guck mal, ich habe geschummelt, ich habe gewonnen. Chris hat das gehört, sagt: Was? Nein, du hast nicht gewonnen, das zählt nicht. Und seitdem, Christo, der macht so in der Kabine: Danke, danke, er klatscht, er sagt: Meine UNO-Karriere ist vorbei, ich spiele nicht mehr. Und Nordi ist Schummler, Christo spielt nicht mehr. Und dann kam halt das Video zustande, ja. Sending rocks across the pavement, hoping it will cave and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This is how I live.